Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist ein Interview mit der Susanne Lorey. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du hier bist, liebe Susanne. Herzlich willkommen. Ja, ich sage auch Hallo. Ich freue mich, ja. Du hast auch einen YouTube-Kanal, Lorey Training heißt das. Lorey Training, der Kanal. Ja, genau. Den verlinke ich oben auf den Infokarten. Du machst jeden Sonntag ganz, ganz tolle, wunderbare Videos, sehr empfehlenswert. Du bist auch auf Telegram und auf Facebook. Das sind so diese drei Plattformen, wo man dich findet. Richtig. Du hast eine psychologische Praxis, du machst psychologische Beratungen, machst auch Business Coaching. Du warst früher lange Jahre Kommunikationstrainerin, hast ganz viele Seminare gegeben. Jetzt ist dein Fokus eher auf psychologische Beratung, entweder in der Praxis oder eben auch per Telefon, per Zoom. Und dein Fokus liegt so auf hochsensible Menschen und auf toxische Strukturen, also toxische Prozesse, nicht nur in Beziehungen, also im Kleinen, sondern auch im Großen, so in Firmen, Mobbing, da hilfst du den Menschen wirklich weiter. Und ja, deine Videos sind sehr hilfreich, also wenn man sich die anschaut, du schaust dir wirklich die Dinge an, wie sie sind und gibst aber auch immer Lösungen, wie können da auch gerade hochsensible Menschen gut durchgehen. Also ich finde das immer so rund, deine Videos, du schreibst auch schöne Gedichte, die veröffentlichst du dann auch immer auf Telegram und Facebook und dann lebt da immer am Ende eines Videos, liest du diese Gedichte vor und die finde ich einfach wunderbar, wie du mit der Sprache spielst und wie du das, die Dinge eben auf den Punkt bringst. Wieso spreche ich heute mit dir? Es ist, dein Thema, habe ich ja schon gesagt, sind hochsensible Menschen auch und vor Jahren, also Menschen, die mich schon länger verfolgen, wissen das ja, dass ich mal vor Jahren ein Video gemacht habe mit der Britta Hildebrand, das ist die Autorin von dem Buch Mama, Papa, ich habe keine ADS, ich bin hochsensibel. Das hat ja meinen ältesten Sohn betroffen, der heute 16 ist. Und der hat ja auch den Stempel ADS bekommen in der Schule. Und dann habe ich gesagt, das hat sich für mich nicht so stimmig angefühlt. Dann hat mich die Britta Hildebrand angesprochen und dann haben wir viele Gespräche gehabt. Ich habe auch mit so einen Erfahrungsbericht in dem Buch mit reinschreiben dürfen, wie das mit meinem Sohn ist. Und dann habe ich mich eben so mit Hochsensibilität beschäftigt und gesagt, mein Sohn hat kein ADS, er ist einfach hochsensibel. Und darüber hinaus, wie das immer so ist, meine Kinder haben mir viel gespiegelt, viel reflektiert, ich habe auch viel über meine Kinder lernen dürfen, habe ich dann festgestellt, ich bin auch hochsensibel, ich bin auch hochempathisch und habe das als Kind auch immer unterdrückt, habe immer funktioniert, habe meine Bedürfnisse immer unterdrückt und das durfte in den letzten Jahren, bei mir war es eben durch die Rohkosternährung, Entgiftung, durfte ich mich wieder befreien, durfte ich mich wieder Stück für Stück kennenlernen und diese ganzen Konditionierungen aufbrechen. Und dann habe ich dich, vor Jahren habe ich schon mal ein Video von dir gesehen und bin dann im letzten Jahr wieder auf deine Videos gestoßen. Und seitdem schaue ich mir regelmäßig deine Sonntagsvideos, liebe deine Gedichte und habe mir gedacht, ich möchte das gerne nochmal für meinen Kanal ein bisschen nochmal für meine Zuschauer nochmal so einen tieferen Einblick geben. Auch gerade in der jetzigen Zeit, wir haben jetzt so schwierige Situationen, du thematisierst das immer nur so am Rande, aber man weiß an deinen Worten, dass du auch dir genau anschaust, was wir gerade im Außen haben. Und da sind auch die Hochsensiblen, die Empathen, die da so ins Feld reinspüren oder die leiden da gerade besonders. Und das spürst du ja auch. Du bist ja auch hochempathisch. Du spürst auch gerade, was im Feld ist. Ich auch. Und es ist dann manchmal schwierig. Man muss sich auch selber schützen. Und ich möchte erstmal jetzt so für meine Zuschauer nochmal gern, dass du einfach nochmal so beschreibst, was sind denn eigentlich hochsensible Menschen? Was macht die aus? Was sind Empathen, hochempathische Menschen, wenn du das gerne mal beschreiben möchtest? Naja, Silvia, also man nennt die ja so im Sprachgebrauch HSPler, das sind die High Sensitive Personality Leute, ne? Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie feinfühlig sind, dass sie sehr viel spüren, dass sie sehr viel wahrnehmen, dass sie hohe sensitive Begabungen haben. Also leider Gottes waren sie lange Zeit so ein bisschen verpönt als Mimosen oder als überempfindlich. Aber das hat sich Gott sei Dank jetzt langsam geändert. Und man kann wirklich sagen, dass das Menschen sind mit einer hohen Begabung, oft auch eine Neigung hin ins, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Ausdruck spirituell, weil es wird dann immer verwechselt mit ESO-Szene und so weiter, ja, aber die haben einen ganz anderen Bewusstseinsgrad und können viele Dinge wahrnehmen, zum Beispiel, ja, was fällt mir ein, wie Menschen drauf sind von den Stimmungen oder wir gehen in einen Raum oder in ein Meeting, wir merken genau, ob da, also wie die Flagge steht, ja. Wir spüren Gefühle der anderen Menschen mehr. Wir können aber auch mit schönen Dingen sehr viel anfangen, ja, mit Poesie, mit Musik, hast du ja vorhin gesagt, so Gedichte oder solche Sachen, ne?
aber auch mit Tieren oder ne, alles, was mit dem Schönen, mit dem Feinen, mit dem Guten, mit dem Geistigen zu tun hat. Ja. Ich meine, der Nachteil ist halt immer, wir haben auch immer so ein bisschen eine gewisse Dünnhäutigkeit. Du kannst nicht auf der einen Seite eine dicke Mauer haben, die dich schützt, ne? Und auf der anderen Seite spüren wollen. Und das ist so, wenn es einen Nachteil gibt, ist es immer der, dass wir auch verletzbar sind. Oder wenn du zu viel Reize kriegst, eben, dass so ein Mensch überfordert ist und dann unbedingt Auszeiten braucht. Ja, du hast da vorhin gesagt, dass deine Kinder ja auch als was hast du gesagt, ADS, ne? Bei meinen ältesten ADS. Waren. So bei meinen Kindern auch. Ich habe ja 4, die sind jetzt zwischen 18 und 22 und leider Gottes noch damals Ritalin gekriegt haben, weil man gemeint hat, ja, die sind irgendwie neben der Spur und die können sich nicht richtig konzentrieren. Und im Grunde genommen ist es bei High Sensitive eben so, dass man zu viel Reize verarbeiten muss und dann ja, der Geist überfordert ist. Ja. So war das auch bei meinem Ältesten. Ja, und das ist. Aber weißt du, wenn du halt dann zu einem Psychologen oft reingehst oder einem Kinderpsychiater oder Jugendpsychiater, die haben dann ihre Normen und ihre Tests. Und wenn das eben so und so ist, dann lassen die auch keine Diskussion zu. Also das war meine Erfahrung. Ja? Also Hochsensibilität war vor ein paar Jahren, das wurde abgetan als ja, so ein bisschen ja, überempfindlich oder nicht ganz von dieser Welt. Ne? Ja. Genau, und wir haben ja auch jetzt hier in Deutschland die Schulpflicht und das ist ja auch für viele Hochsensible eine Tortur. Na, ich weiß das noch von meinem Sohn in der Grundschule, dass er sagt, oh, mir ist das alles so laut und wenn selbst draußen jemand an der Tür vorbeiging oder im Treppenhaus oder im Flur oder dann ein Auto draußen langfuhr, das hat ihn schon abgelenkt oder jemand scharrt mit den Füßen. Also er kann sich wirklich am besten konzentrieren, erstmal, wenn er sich selber die Zeit aussucht, wo, wann sein Fokus auf was liegt und wenn eben dann Ruhe auch ist. Also es ist bei vielen Hasspilern unterschiedlich. Ne? Manche riechen besser, manche hören mehr, ja, manche fühlen mehr. Also das ist sehr unterschiedlich und das kann natürlich auch sehr störend sein oder ja, dass sich dann Leute zurückziehen, weil ihnen das too much ist, zu viel. Ne? Ja, wir waren ja damals auch bei einer Schulpsychologin, die sehen das ja alles immer so unter dem Blickwinkel Schule und dann gibt es die Wahrnehmungsstörung und dann gibt es die Störung, um das Kind einfach passend zu machen. Ne? Ja, das ist ja auch, das habe ich auch erfahren, ja. Ich meine, das ist in Deutschland gerade schwierig, ja, wenn man eben hochsensible Kinder hat, wenn man sich dem bewusst ist und ein anderes Umfeld schaffen muss, ein Lernumfeld, ist es natürlich schwierig. Jetzt durch diese C-Situation, die wir im Außen haben, ist es zumindest in Sachsen so, dass eben die Präsenzpflicht ausgesetzt ist und das für hochsensible Kinder und für Eltern, die sich dem bewusst sind, ein Segen, weil du kannst dann die Kinder einfach rausnehmen. Ja, also für viele hochsensible Kinder, die in der Schule eher leiden, sei es eben die Art und Weise des Lernens, sei es vielleicht auch Mobbing, weil sie eben sehr sensibel sind, sehr speziell sind. Für die ist es gerade ein Segen, wenn sie eben da rausgenommen werden. Ich habe ja momentan auch in der Praxis hier, ich habe hier einige Jugendliche oder auch, also die jüngste war jetzt 12, Kinder gehabt, die hochsensibel sind, teilweise hochbegabt. Also ich meine, Hochsensibilität ist eine Art der Hochbegabung. Ja. Es gibt eine kognitive Hochbegabung und eine emotionale Hochbegabung. Ja. Und diese Kinder, die werden leider Gottes oft sehr gemobbt. Ja. Die sind anders. Das fühlen die auch, dass die anders sind. Und sie wollen sich bis zu einem gewissen Maß oft anpassen, weil sie ja auch nicht im Klassenverbund rausfallen wollen. Mhm. Aber sie spüren, dass sie anders sind und die Herde draußen spürt auch, dass sie anders sind. Und leider Gottes habe ich hier teilweise auch Kinder gehabt, die suizidal sogar waren, weil sie so traktiert wurden, ne, von der Umgebung. Und es ist, wenn man sich anschaut. Es ist halt ganz, ganz wichtig, dass du diesen Kindern die Stabilität gibst, dass die nicht sagen, ich bin schräg oder irgendwas läuft bei mir nicht rund, sondern dass du denen auch beibringst, dass es eine große Begabung ist. Ich nehme sogar dieses antiquierte Wort Gnade. Oft ist es eine große Gnade, ja, weil du eine hohe Spiritualität hast. Und meines Erachtens sind die Kinder, also ich möchte jetzt nicht jetzt überheblich klingen, aber das sind die neuen Pioniere der neuen Zeit. Ja, also ich bin sicher, dass da viele von den Führungsfiguren später werden und dass, also das ist meine Erfahrung durch Mobbingprozesse, oft diese Kinder extrem weit sind, reif sind, stark geworden sind, sicher in der Situation ist schlimm für die, ja, aber was man dann, wenn man dann so sieht, was aus diesen Kindern wird, das ist oft
irre, was das so für Vorangeher werden oder für Leuchttürme auch später werden. Ne? Visionäre auch. Ne? Visionäre, genau. Die, ich meine, wenn man sich, du bist ja auch jemand, du guckst ja auch genau die Strukturen an, die wir haben und in der Vergangenheit, jetzt in der Zukunft. Du bist ja dann auch in gewisser Art und Weise auch eine Realistin. Ne? Du redest das nicht schön oder wie auch manchmal in der esoterischen Szene, wie das da manchmal gehandhabt wird. Also ich glaube auch, wir beide sind Menschen, wir schauen genau hin, was ist und wie kann man sich schützen und auch so weit zu gehen, was kann man verändern? Wie soll die Welt besser für die Menschen werden? Ne? Wie kann die Welt oder die Strukturen, in denen wir leben, eher uns dienen, der Natur dienen, den Tieren dienen? Mhm. Ja? Und ich muss sagen, das musste ich auch in den letzten Jahren lernen. Ich war von Kind aus schon immer sehr neugierig. Ich habe mich immer schon interessiert, wer, wie, wo, was, weshalb. Ne? Ich war da auch immer so anders. Meine Familie immer auch, warum stellst du so viele Fragen? Nimm die Dinge doch einfach so an, wie sie sind. Aber das liegt einfach in mir, Dinge zu ergründen. Und auch als Empath, oder wenn man da sehr empfindsam ist und geht so in diese Strukturen rein, das ist manchmal schrecklich. Also man fällt manchmal so tief, es zieht einen Boden unter den Füßen weg. Aber ich finde auch, man muss die Dinge sich anschauen, um zu wissen, was kann man ändern. Man muss die Dinge benennen und auch sichtbar machen. Also es meint, es gibt wahrscheinlich verschiedene Herangehensweisen. Genau das ist ja der Punkt. Weißt du, du kannst klar die kognitiv dissoziieren gehen, kannst sagen, oh, da möchte ich nichts mit zu tun haben, ja, weil ich bin jetzt im positiven Denken und das berührt oder hindert mich in meinem Prozess. Also das wäre falsch, weil du musst ja auch ein bisschen wissen, was läuft denn außen um dich rum? Ja? Was passiert denn da? Was kann ich denn tun, ja, um das zu verbessern? Eben. Ne, ja, ich habe in irgendeinem Video, habe ich das mal so benannt, wenn draußen irgendwo, was weiß ich, es zieht ein Sturm auf, dann kann mich auch nicht aufs Sofa hocken und Chips essen und Fernsehen gucken und draußen haut es mir gleich mein Dach runter, dann gehe ich raus, räume die Liegestühle rein oder mache irgendwelche Vorkehrungen, dass ich gegen den Sturm gewappnet bin. Ja? Und deswegen ist es wichtig, was du sagst, dass man hinguckt, dass man das Thema auch in gewisser Form seziert, analysiert und dann natürlich schaut, was sind die nächsten Schritte. Und gerade du hast jetzt das Beispiel mit dem Sturm gebracht, da kam bei mir gleich auch nochmal so auf, ich schaue erstmal, wie ich mich sichern kann und dann schaue ich, kann ich dem Nachbarn helfen, wenn der noch Hilfe braucht. Ja, so sehe ich das auch gerade. Ja. Die Strukturen einfach anzuschauen, wo leben wir, was kann geändert werden, wie kann man den Menschen helfen, die da vielleicht überfordert sind oder die das über. Da sprichst du sowieso einen wichtigen Punkt an. Guck mal, weil jetzt Hochsensible oder Mensch, also Hochempathen, die sind ja oft sehr fürsorglich, ja, sehr liebend, sehr fördernd, sehr, manchmal auch sehr altruistisch veranlagt, ja. Und da ist eben die Gefahr auch, dass wir uns überfordern. Also, dass wir nur im Geben-Geben-Modus sind und dass wir nicht selber nachfüllen. Also, für einen HSPler oder einen Hochsensiblen ist immer wichtig, dass er mittig bleibt, dass er guckt, wo kann ich mich auch selber nähern. Ja. Sei es über die Natur, die anderen haben Tiere, die anderen haben irgendwelche Beschäftigungen mit dem Schönen, die anderen so wie ich bin sehr stark im Gebet verbunden, hole mir jeden Tag meine Kraft, sonst könnte ich diese ganze Arbeit mit den vielen Menschen auch nicht machen. Ja, und es ist wichtig, dass man immer als Hochsensibler für sich sorgt und dann erst denkt, okay, was kann ich von meiner Fülle, ja, was kann ich dann weiterreichen? Ja, hast du sehr gut aufgepasst. Ja, weil nur mit Geben-Geben-Modus, also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass du dann irgendwo dein Burnout kriegst, dass du dann so erschöpft bist und so fertig mit der Welt, dass du da kaum mehr einen Zucker machst. Ja. Also das durfte ich auch lernen, wieder auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten. Das hat mich zum Beispiel jetzt mein zwölfjähriger Sohn gelehrt. Mein Ältester, da habe ich immer gesagt, der ist wie ich, so verträumt und schüchtern und so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen von einer anderen Welt. Und mein Jüngster war ganz anders, der wusste genau, was er will, was seine Bedürfnisse sind. Da sind wir manchmal aneinander gerauscht, aber im positiven Sinne. Und der hat meinem Großen und mich so viel gelehrt, auch auf die eigenen Bedürfnisse wieder zu achten, dass es auch mal okay ist, Nein zu sagen. Und also das hat mich da wirklich auch ein ganzes Stück weitergebracht. Ne? Und mir eigentlich geholfen, dass ich eben nicht mich ausbrenne und dass ich auch immer gut auf mich achte. Das ist auch ganz wichtig für die Empathen. Genau. Genau. Und Susanne, du arbeitest eben mit den hochsensiblen Menschen und toxische Strukturen hatte ich ja schon erwähnt. Narzissmus, Narzissten ist auch ein Thema auf deinem Kanal. Also hast du schon ganz hochinteressante Videos gemacht. Und da möchte ich mal ich weiß gar nicht, ob man dazu sagen kann, so die Narzissten sind so das Gegenstück
von den hochsensiblen Also Menschen? ja, also ich meine, es wird oft immer, man versucht es wegzuwischen aus diversen Gründen, aber ich sehe das nach wie vor so, dass das Komplementäre sind, also die sich auch gegenseitig, ich will nicht sagen anziehen, aber es ist ein Magnetismus, aber nicht, wie fälschlicherweise oft in Videos oder in Blogtexten behauptet wird, dass High-Sensitive-Leute automatisch immer diese bösen Leute anziehen und selber schuld sind, weil sie müssten Schattenarbeit machen und haben irgendwelche Defizite und bräuchten dann die Narzissten, um sich an denen hochzuhangeln. Es ist ganz das Gegenteil der Fall. Diese hohe Empathie oder diese Emotionalität eines Menschen, ja, ist ein Paket, lass mich es mal so sagen, oder eine Ressource, die von Narzissten gebraucht wird. Sie spiegeln sich ja im Außen. Sie wollen den Applaus, sie wollen die Anerkennung, sie wollen den Raum nehmen, gesehen werden. Ja? Und sie benötigen eine Ressource, die sie nicht haben. Sie sind ja, also von der Emotionalität ist ja nicht viel vorhanden. Also auch genetisch, über Genetikerziehung ist eben ein bestimmter Bereich im Gehirn nicht ausgebildet, also präfrontaler Kortex, ist hinter der Stirn. Ja? Und sie suchen quasi, ist jetzt wieder böse, ich weiß es, ich sage es trotzdem, wie ein Vampir quasi das Leben. Sie saugen das Leben nach drüben, sie brauchen es, um leben zu können. Ja, es ist eine Ressource. Und deswegen gehe ich da immer auch vehement dazwischen, wenn es dann immer heißt, ja, die Empathen oder HSPler ziehen Narzissten oder Psychopathen an, weil sie selber einen Defekt haben. Es ist umgedreht, es ist wie... Gestern habe ich zum Beispiel einen Artikel gelesen über Strom, ja, dass der Strom, also der fließt quasi vom Stärkeren zum Schwächeren ab. Und wenn du jetzt hier eine große Ressource hast auf der einen Seite, ist logisch, dann zieht es nach drüben. Also das ist nicht eine Wechselwirkung, weil von einem Narzissten kannst du nicht viel verlangen. Das ist nur am Anfang, ja, die können super, ich meine, das sind super Performer. Dann muss man sagen, sind Experten, wie man Menschen manipuliert und ihnen ein Hochgefühl gibt. Ja? Aber es hält halt nicht lang an. Also spätestens nach ein paar Monaten, spätestens, also ich rede jetzt mal von Beziehungen, siehst du, dass der Goldlack fällt und dass hier eigentlich eine Einbahnstraße ist. Dass da jemand wie ein Saugnapf nach drüben geschraubt hat, wie so ein Feuerwehrschlauch an den Hydranten, ja, und dann wird gezogen. Ja. Du hast ja auch beschrieben, die Hochsensiblen, die sind liebend, gebend. Und das ist ja das, was die Narzissten brauchen, diese Aufmerksamkeit, dieses Liebende. Richtig, die sehen, hochgehoben werden, Fürsorge. Ja. Dass mich jemand unterstützt, ja, dass mich jemand bewundert, mich toll findet, mit mir respektvoll, achtsam umgeht. Und ich meine, Narzissmus oder also eigentlich die Spitze vom Narzissmusberg sind ja die Psychopathen, ist ja nachweislich so, dass da sehr stark ausbeuterisches Verhalten vorliegt, ja, parasitär benutzen wollen, auch skrupellos benutzen wollen. Da gibt es keine Grenze oder irgendwie eine Ethik oder dass man sagt, komm, jetzt lass gut sein, den haben wir gequetscht genug oder so, ja. Kannst du mal so ein, klar, es gibt ja da verschiedene Abstufungen, aber kannst du mal so einen Narzisst skizzieren, wie auch so wie er wahrgenommen wird, wo man sagt, das nimmt man sogar als positiv wahr oder wie er sich erstmal darstellt? Dass ja, man sagt, positiv ist vieles. Guck mal, die haben ein übersteigertes Selbstwertgefühl, nee, umgedreht, also eine übersteigerte Selbstdarstellung, weil sie ein problematisches Selbstwertgefühl haben. Das heißt, sie zeigen sich toll, klasse, können super performen, haben oft seit der Kindheit an kultiviert, wie kann ich mit Menschen umgehen, wie bin ich charismatisch, wie bin ich rhetorisch gut. Ja, all diese Dinge. Sie sind oft auch im Job erfolgreich, auch weil sie Ellenbogen haben, sehr zielstrebig sind. Und vor allen Dingen, also was oft viele nicht wissen, sie haben keine Ängste. Die haben keinerlei Ängste oder Panikgefühle. Deswegen sind die oft, weißt du, die können sich dann auf Ziele konzentrieren, die sehr risikobehaftet sind und arbeiten sich da quasi richtig durch. Ne? Das macht die erfolgreich und keiner zweifelt die auch an, weil wenn sich jemand toll auf der Bühne präsentieren kann, dann sagen wir ja, oh toll, was für eine Autorität, klasse.
Du hast solche Leute hauptsächlich in Führungspositionen, du hast sie in der Wirtschaft, du hast sie leider Gottes, wie du siehst, auch in der Politik vielfach. Ja? Überall, wo Macht und Geld eine Rolle spielt. Ja, kann man so sagen, es gibt mehr männliche Narzissten als weibliche? Ja, also man geht so, es gibt jetzt keine genauen Zahlen, weil du musst überhaupt rechnen, das ist eine hohe Dunkelziffer. Kein Narzisst oder Psychopath geht freiwillig zum Psychiater oder, ja. Aber man sagt so 70-80% ist, ja, sind Männer. Man ist auch am, also man forscht dazu und angeblich hat es auch sehr viel mit hormoneller, mit Testosteron hat es auch zu tun. Wie stark Testosteron halt lastig du bist, ja. Und ich meine, es gibt ja auch viele Abstufungen, es gibt ja auch Menschen, die haben vielleicht teilweise narzisstische Züge, die sind mehr oder weniger ausgeprägt, ne? Man kann das ja, es gibt ja jetzt, ja, kann ja nicht sagen, die sind alle so, sondern es gibt eben auch Menschen mit narzisstischen Zügen und die habe ich teilweise auch kennengelernt und das ist wirklich sehr energieraubend, sei es eben im engeren Umfeld, aber auch im, da hatte ich auch jetzt, war das vorletztes Jahr, eine böse Überraschung in einem Freundeskreis, dass ich, und vor allem ich hatte schon das Gefühl, so intuitiv, na, da hatte ich schon so ein Misstrauen, aber ja, die Narzissten, die, wie du schon sagst, die können halt auch, die sind sehr überzeugt von sich, die können charismatisch sein, die sind voller Energie, voller Power. Und dann, wenn man, ich will jetzt nicht genau sagen, um was es ging, aber es ging schon um gewisse Dinge, die ich mir gewünscht habe für die Zukunft oder nee, nicht für die Zukunft, ich wollte halt gerne Veränderungen. Das hat auch was mit dem System, in dem wir leben, zu tun. Und dieser Mensch, der eigentlich sehr alternativ lebt, der hat das mir, also hat sonst was versprochen, wie toll er ist und wie das geht und das geht überhaupt, das ist kein Problem und dies und das. Und ich habe schon innerlich gespürt, hä, irgendwie haut der ganz schön auf den Putz, auch wenn er von sich gesprochen hat, wirklich so, was er alles schon geleistet, gemacht, getan und sich immer so erhoben hat. Und ich habe schon irgendwie gemerkt, also irgendwas stimmt da nicht. Aber mein Wunsch, dass das, was er mir versprochen hat, dass er das für mich erledigen kann, das war größer, als meine innere Stimme sagt, stopp. Ja. Und das, also ich meine, das ist dann doch gimpflich ausgegangen, aber ich bin da auch erstmal ganz schön gegen die Wand gelaufen, muss ich sagen. Das hat mich ganz schön schockiert, weil ich auch ja, so viel hatte. Ja, aber da brauchst du keine Vorwürfe machen, weil selbst ich, und ich beschäftige mich jetzt 30 Jahre mit dem Thema auch toxische Konstellation, Psychopathie, Narzissmus, ich traue mir nicht zu, dass ich das sofort erkennen würde. Ja? Die können oft so gut performen, dass das große Erwachen erst später einsetzt. Ja? Wenn du dann die Früchte dessen siehst, was er erst mal beplaudert hat. Aber es gibt so zwei Bereiche, die du dir vielleicht für die Zukunft merken kannst. Das Erste, was dich vorsichtig machen darf, ist, wenn etwas zu viel, also wenn es von allem zu viel ist, ja, zu viel, zu schnell, zu komprimiert, weil die möchten sich auch nicht aufhalten mit langwierigen, was weiß ich, Bewerbungen, sondern sie wollen schnell zum Zug kommen, also diese Komprimiertheit. Ja, du merkst, da forciert jemand was. Mhm. Und das Zweite, was du dir immer vorstellen musst, ist, sie sind ja wie ein Chamäleon. Ja? Die können die Farbe verändern. Sie sind eigentlich wie eine weiße Leinwand und je nachdem, wen sie gegenüber haben, dementsprechend spiegeln sie die Farbe und das Muster. Also das, was du jetzt da gesehen hast, wo du gesagt hast, Mensch, ich habe doch den gesehen, der ist doch so, der hat doch diese Werte gehabt, Mensch, ich kann mich doch so nicht täuschen. Ne? Es ist aber tatsächlich nicht er gewesen, sondern, wenn du dich erinnerst, die können gut beobachten, die sind ja gute Wahrnehmer, ja, sind ja Experten. Und der nimmt dich dann quasi wahr und sagt, ja, die Silke ist so und so und die hat die und die Werte und die Sehnsüchte und die ethischen Richtungen, die sie vertritt und dann wird es 1:1 wie so ein Klatschbild. Ich weiß nicht, ob du das noch von der Schule kennst, da hat man ja so Wasserfarben-Klatschbilder gemacht. Ja, und da kann der das 1:1 rüber projizieren auf seine Leinwand und du sagst, oh Wahnsinn, das ist ja der Mensch, super, der kann mit dem im Team, wow, da kann ich ja alles verwirklichen. Und das ist aber eigentlich nur eine Strategie, wie er an dich rankommt, damit du in eine Adhäsion kommst, in eine Verbindung und dass er dann ziehen kann. Ab da zieht er. Wenn er merkt, er hat dich, dann fängt er an zu ziehen.
Ja, es war Das schon. kann man eben am Anfang nicht durchschauen, ja, weil dann kommen immer, ich sage wirklich, saublöde, ich sage es wirklich mal so explizit, saublöde Tipps oft im Internet oder auch in Aufklärung, wo es dann heißt, ja, da musst du genauer hinschauen, ja, da warst du selber blöd, dass du das nicht erkannt hast und bist du selber schuld und so. Nee, das kannst du am Anfang nicht erkennen. Ich kenne viele, ich arbeite ja hier auch mit Psychologen und Psychiatern, ne, zusammen hier. Die sagen, wir haben einen Hochnarzissten bei uns in der Praxis gehabt und ich habe es lange nicht erkannt. Ja, selbst wirklich eingefleischte Psychiater, die jahrelange Erfahrung haben, die kann so ein Hochnarzisst oder ein Psychopath auch umgarnen. Da merkst du am Anfang gar nichts, ne? Du hast ja, glaube ich, auch mal in irgendeinem Video gesagt, das hatten wir auch jetzt im Vorgespräch, dass es ja mittlerweile die Tendenz gibt, dass die Narzissten so hochgelobt werden, dass ohne die nichts passiert, weil die eben erfolgreich sind, die bringen die Veränderung. Ja, aber Das. ganz massiv. Also wenn du heute recherchieren gehst über Narzissmus, dann stößt du erstmal über ganz, ganz viele Artikel, dass ja eigentlich jeder irgendwo Narzisst wäre, was ich bestreite. Es gibt auch nicht den gesunden Narzissmus. Und da schließe ich mich dem Herrn Professor Bonelli, Raphael Bonelli an, der auch gesagt hat, es gibt keinen gesunden Narzissmus. Ja? Es ist nur mal ein Bereich, der nicht im Normbereich ist. Ja? Aber was clever gemacht ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, Silke, jetzt ab 1.1.22 haben wir das ICD-11. Also vorher war es ja 10, jetzt haben wir ICD-11, ja? Also die Kategorisierung der Persönlichkeits-, also die Diagnosekriterien. Und Narzissmus fällt raus. Das Ui. heißt, man hat bewusst den unter ja, allgemeine Persönlichkeitsstörungen jetzt reingegeben. Das heißt, du kriegst zum Beispiel vor Gericht oder bei Diagnosen keine Bewertung mehr, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Oder Und das ist für kannst mich etwas, wo ich merke, ja, sag mal, was soll das denn werden? Soll das werden, dass eigentlich alles, was negativ ist, destruktiv, hochtoxisch ist, soll das dann so ein Wischiwaschi geben von, naja, das ist ja nun mal so und das ist ja die narzisstische Gesellschaft, das ist ja normal, ja. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, da war es entweder der Professor Reinhard Haller oder war es der Professor Maas, ja, die reden von Normopathie, ja, also das Kranke wird zur Norm gemacht. Und da kann man mal sehen, in welchen Strukturen wir leben und wer auch das Sagen hat, ja, wer sowas Ja, beschließt. Und das, ja. meine, es wird gerade auch in spirituellen Kreisen geht es ja darum, wenn wir eine neue Welt schaffen wollen. Und ich meine, die Chance besteht. Also ich meine, so wie vor Corona konnte es ja nicht weitergehen in einigen Bereichen, so dieses Unbewusste und dieses Konsumverhalten und gar nicht, oder dass viele Menschen auch von sich selber so abgeschnitten sind, ne? Was mit den Tieren passiert, was mit der Natur passiert. Es ist schon Zeit für eine Veränderung. So. Und Ja, massiv, weil guck mal, da braucht man ja nicht diskutieren, wenn das so weitergeht jetzt also humanitäre Werte oder die Einstellung zur Natur, zu den Wesen, das ist ja, wir fahren ja direkt auf die Wand zu. ja, Das ist aber. ja, das kann ja keiner mehr leugnen. Ja? Lassen ein paar Jahre so noch laufen. Dann sind wir platt. Ja, auch diese Konsumdenke oder diese Selbstoptimierung. Und wenn du nicht Karriere machst oder so und so ausschaust oder die Lippen nicht so aufblasen lässt oder nicht dein Haus, was weiß ich, dein Düsenjet vor der Tür hast, ja, dann bist du nicht erfolgreich. Ja? Wo sollen denn die jungen Leute da, wo sollten das hingehen? Ja, und was ich Ja. eben noch sagen wollte, um das noch abzuschließen, ich habe also mein Empfinden auch von das empf so empfinden auch viele Empathen, das, was wir für eine neue Welt brauchen. Oder ich sage immer so, die Erde ist der schöne Planet mit der tollen Fauna und Flora und den Landschaften. Und die Welt, das ist so dieses Künstliche, was so künstlich erschaffen wurde, in die wir so reingepresst wurden. Ich sage da manchmal, kann niemand mal die Welt anhalten, ich will wieder aussteigen auf die Erde zurück. Mein Wunsch, also ja, meine Vision ist, wieder die Erde zu einem lebenswerten Ort für alle Menschen zu machen, global. Und dafür, für diese Veränderung brauchst du Liebe, ganz, also umfassende Liebe, Mitgefühl und Verantwortung. Und das sieht man bei den Narzissten so ja nicht. Ja, also deswegen, wenn du jetzt sagst, das wird jetzt wieder so zur Norm gemacht, das ist ja gar nicht krankhaft, das ist so, eigentlich sind Narzissten doch toll, aber die halten meines Erachtens eben an dieser alten Welt fest.
Ja, das ist ja eine Kunstwelt. Das hast du komplett richtig gesagt. Für mich ist, ich meine, es ist schon so abgedroschen, das Wort Matrix. Aber die Kunstwelt besteht ja drin, dass alles digitalisiert wird. Der Glaube, die Ethik, die Werte werden zurückgedrängt. Was ich auch sehr problematisch finde, dieses Aufgeblasensein der Esoterik inzwischen, das ist ja so eine Ersatz-Guru-Religion, ja, also dass du dich verbindest mit was weiß ich für tausend Mächten und also das wird hier in eine ganz falsche Richtung meines Erachtens gelenkt, ja. Auf diese ganze Persönlichkeitsentwicklung. Ich meine, ich möchte jetzt keine Kollegen angreifen, das ist jetzt nicht Sinn dieses Videos. Aber ich muss schon auch sehr skeptisch sagen, dass ich bei vielen vermisse, ich nehme mal vorsichtig das Wort Demut, eine Demut, aber nicht im Sinn von Unterwerfung oder irgend so ein kleines Hascherl oder so sich schwach machen, sondern Demut in der Verneigung vor dem Größeren. Es wird sicherlich Größeres geben als uns paar kleinen Ameisenköpfe hier auf der Erde, ja. Und auch die Demut vor den Tieren, vor der Welt, nicht, du sagst ja nicht Welt, sondern die Gaia, die Erde, ja, vor der Natur. Und sich da einpassen oder auch versuchen, in Liebe und Respekt das mitzufördern und mitzuentwickeln, ja. Also Und das da wäre ist eben meine große Hoffnung, dass genau diese Hochsensitiven, also HSPler sind für mich wirklich Hochbegabte, weil die eine andere Wahrnehmung auch haben. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, ich sage jetzt konjunktiv, weil ich weiß nicht, wie die Zukunft ausschaut, dass diese Menschen mehr und mehr sukzessive die Führung auch übernehmen. Das wäre zu Und was wünschen. mich so hoffnungsfroh macht, ist, dass ich hier Gott sei Dank, also das ist für mich auch eine große Ehre, mit sehr vielen tollen Leuten zusammenarbeiten darf. Ich habe hier viele Ärzte als Klienten, ich habe Professoren, ich habe Unternehmer, ich habe Juristen, ja, die aber anders schon denken, also die diese neue Generation sind und eigentlich im Aufbruch sind und wahnsinnig viele tolle Ideen haben. Und wo ich wo ich eigentlich die mitfördern darf, also dass die dann als Multiplikatoren rausgehen. Soll jetzt nicht überheblich klingen, weißt du? Ich möchte mich nicht über Leute stellen, aber ich glaube schon, dass ich das Potenzial habe, in wenigen Stunden Leute so ins Rückgrat zu kriegen und so in den Mut und in die Zuversicht, dass die dann rausgehen und sagen, ja, wir haben hier eine Fackel und dann zündet man noch ein paar Kerzen da draußen an, ne? Da sagst du was mit der Demut. Also das hast du ja auch immer mal, das merkt man auch in deinen Videos, in deinen Gedichten oder die kleinen Texte, die du manchmal schreibst. Und deswegen resoniere ich auch so sehr mit dem, was du sagst, also ich resoniere wirklich damit, weil du nicht nur, ja, du guckst eben genau an, wo stehen wir, ne, du, und gibst aber auch Hilfestellung und du bist da nicht immer nur so in positiven Schwingungen, sondern auch genau anschauen, was haben wir gerade und auch das mit der Demut, das merke ich auch, das vermisse ich auch bei vielen, dieses Dienende oder auch, dass Menschen manchmal so, dass einfach so gesagt hat, ja, wir brauchen Liebe, Liebe rettet alles und die Menschen selber schuld und dass da so, mir fehlt dieses Mitgefühl für die Menschen, die in diese Falle gelaufen sind, in diese Manipulationsfalle, Ganz genau, sehr genau, die das einfach noch nicht richtig. spüren. Also wir haben ja uns schon im Vorfeld auch unterhalten, gerade, dass die Empathen, die können in dieses Feld reinspüren, was da gerade ist. Ja, und da muss man sich echt gut abgrenzen und ich mag keinen Menschen verurteilen, der mit dem Bewusstsein, der gewisse Dinge oder ja, der gewisse Dinge noch nicht durchschaut hat. Ja, ich mag das nicht verurteilen oder ich will Ja, mich auch nicht Krüge, ja, abspalten es gibt. lassen. Ich will mich auch nicht von diesen Menschen abspalten lassen, weil ich habe ja selber gemerkt, was ich für eine lange, also für eine Transformation durchgemacht habe in den letzten 10 Jahren. Ich habe ja auch vor 10 Jahren noch ganz anders gedacht. So wie, ich würde mal so sagen, wenn ich das mal politisch einordnen würde, habe ich eher so grün-links gedacht. Und heute habe ich mich frei von diesen ganzen links und rechts und diesen ganzen, mich hat einfach schon immer die Wahrheit interessiert. Ich wollte schon immer Dinge ergründen. Und bin da einfach durch. Und bei mir hat sich so viel geändert vom Denken, von der Wahrnehmung, vom Bewusstsein. Und das kann jeder. Es braucht nur diese Leuchttürme, diese Menschen, die mit der Fackel vorgehen. Aber Naja, die. meinst du wirklich, dass sich jeder ändern kann vom Bewusstsein her? Da habe ich ein bisschen schon die Zweifel. Sehe ich ein bisschen kritisch. Ich glaube, dass sich das ganz stark aufspalten wird. Das sind, weißt du, wie so zwei Pole.
ich möchte es jetzt nicht übertreiben, aber da gibt es einmal diesen eher hellen Pol, der in die Hochsensibilität, in die neue Art der Ethik der Werte reingeht. Und dann haben wir da drüben einen sehr düsteren Pol, der auch sehr verführerisch ist. Da geht es um Konsum, um Prestige, um sich selber darstellen, um viele Vergünstigungen, ja, also ja. Güter und so weiter. Und ich glaube, dass viele der Normalos, die du da benennst, sich auch für diesen Pol entscheiden, weil sie sagen, okay, da will ich nicht loslassen. Das ist sehr gemütlich und das ist sehr benefitlastig und da entscheide ich mich für diese Richtung. Ja, ne? Da hast du recht. Vielleicht will ich es auch noch mal ein bisschen mehr differenzieren. Also ich denke eher auch an die Menschen, die so ähnlich sind wie wir, aber das noch nicht entdeckt haben. Also da möchte ich eher so die Menschen, die wirklich auch dieser, sag ich mal, Manipulation auch über die Medien, die Schule, die da noch so drinstecken, wo ich sage, aber die, also die so ähnlich eigentlich fühlen und denken im Kern wie wir, ja, die möchte ich nicht aufgeben. Und die können sich ja entscheiden, für welche Seite. Ich denke, es gibt... Genau der Punkt, ist die Entscheidung. Ja, ja, und ich denke, es gibt... Sie sehen, was da angeboten wird und... Ja. Es ist ihre ureigenste Entscheidung, und das ist jetzt, glaube ich, auch diese Qualität der Zeit, dass die sich jetzt für einen bestimmten Weg entscheiden müssen. Ja. Da kann ich mich nicht mehr durchmauscheln. Ich kann nicht mehr die nächsten Jahre sagen, ja, ich will von beiden so ein bisschen und mache so ein Mischi-Maschi, sondern ich glaube, dass die Zeit jetzt sehr klar sagt, so, junge Mädel, jetzt ist dran, Positionen zu beweisen. Ne? Ich habe letztens auch ein Interview gesehen, sehr interessantes Interview, von einem, ich glaube, Neue Horizonte, ich glaube, das Studio ist auch in Leipzig, da ging es um viele spannende Themen, aber auch um das Bewusstsein, das geht ja auch immer so in der spirituellen, esoterischen Szene, ja, der Aufstieg der Erde, ich konnte damit immer so, konnte ich mir da immer nicht so richtig was drunter vorstellen, wie das genau gemeint ist, weil das war immer so in Worthülsen gepackt, das hat irgendwie nie so mit mir resoniert, und in diesem Interview hat der Interviewte das so schön beschrieben, hat gesagt, das Bewusstsein ändert sich. Wir schweben nicht ab oder werden unsichtbar, oder das Bewusstsein ändert sich. Das Bewusstsein steigt an. Und das ist was, mit was ich anfangen kann, dass sich das Bewusstsein verändert, dass die Menschen sich bewusst machen, welchen Strukturen sie eigentlich leben, dass sie die Dinge durchschauen. Ja, dass sie, ja, guck mal, das ist ja auch die Zeit gerade, die zwingt uns ja dazu, auf bestimmte, also sagen wir mal so, zu differenzieren, was ist mir wirklich wichtig. Ja. Guck mal, wenn ich vieles weggenommen kriege, ja, vieles habe ich nicht mehr, ich kann mich nicht mehr ablenken groß, über große so Vereinsleben, Feste, Konsum, Reisen ist auch bedingt, ja, also das heißt, vieles wird ja jetzt weggeschält, wie so eine Zwiebelschale, ja. Und dann bleibt ja das übrig, was ist wirklich wichtig. Und wenn ich mich auf die Dinge jetzt konzentriere, die wichtig sind, weil ich mich nicht mehr ablenken lassen kann, ja, dann steige ich automatisch in die Vertikale. Ja? Also vorher waren wir ja sehr verhaftet in der Horizontale. Ja? Alles, was uns da so umgeben hat, auch falsche Freunde, wie du hast da vorhin gesagt, Bekannte, die eher schräg drauf waren in der Hinsicht. Ja? Und wenn ich das jetzt alles weglöse, komme ich auf eine andere Ebene. Ich kann quasi die Treppe, also wie so eine Wendeltreppe, einen Stock höher steigen. Ne? Ja. Verlass das Alte. Ich verlasse den dritten Stock, um in den vierten Stock zu kommen. Das ist jetzt auch die Chance dieser Zeit, so schwierig das im Außen auch für viele ist. Ne? Aber das ist auch eine Zeit für eine Veränderung, das Bewusstsein ändern. Also das, so groß war die Chance nie wie jetzt. Ja. Auch global. Ne? Obwohl es ist ja, wenn man so sich das anschaut, die gerade durch diese C-Thematik, die Maßnahmen sind ja wirklich so in Mitteleuropa mit, hat man so das Gefühl am stärksten. Ne? So jetzt, ich habe auch eine Freundin im Senegal, die sagt, davon spürt sie jetzt nicht so viel. Oder manche berichten auch von Mexiko oder Südamerika teilweise, aber es hat ja auch was zu sagen, warum ist das hier so stark. Ne? Hat ja auch was mit den verschiedenen Bewusstseinsstufen zu tun, die es auf der Erde gibt. Ja, und der Widerstand soll ja in Deutschland und Österreich am größten sein. Ich hatte zu Weihnachten mit einer Freundin in Norwegen telefoniert, die sagt, die meisten, die machen das alles mit. Da wird eben davon ausgegangen, der Staat, so Vaterstaat, ne, der meint es gut, und da wird nicht so viel hinterfragt. Da gibt es gar nicht so viel Widerstand wie hier. Und das ist ja auch eine Frage, warum gibt es hier so viel Widerstand? Ne? Wenn man sich mal das genauer anschaut, wir wissen ja, hat es ja auch eine Bedeutung, und warum hier so die Maßnahmen so radikal sind. Und die meisten, die sich so mit diesen Strukturen beschäftigen, die wir leben, die wissen, es geht dann nicht um so ein Kleinst-Mini-Lebewesen, es geht um was ganz anderes. Ne? Also das findet ja auf verschiedenen Ebenen da Dinge statt, die man für sich
ergründen muss, aber es ist eben auch eine ganz große Chance zur Veränderung. Eben sich davon abzuwenden, sagen, nö, das wollen wir jetzt hier so nicht. Und dass eben sich Veränderungen erstmal im Kleinen ergeben, dass sich einfach Leute zusammenschließen und sagen, nö, so, wir bilden so eine Art autarke Gesellschaft oder autarke Netzwerke, wir machen uns so unabhängig wie möglich und wir ignorieren das, was im Außen gesagt wird. Wir schaffen uns ein, wir wissen, was im Außen ist, wir schauen uns das schon an, aber wir wollen in der die neue Welt schaffen und da halten wir andere Frequenzen hoch. Ja, so. Das meine ich immer mit den Dingen anschauen und dann sagen, nee, das wollen wir nicht mehr. Unsere Werte, die werden dann nicht mehr bedient. Wir haben andere Werte und wir bauen uns jetzt einfach was Neues auf, aus dem Kleinen und dann im Großen. Ja, wir rückbesinnen uns auch immer mehr auf die echten Werte. Ja, ist ja oft auch so fast ein bisschen eine Rückkehr auf das Essentielle. Ich mag das Wort essentiell nicht so, weil es schon so ausgelutscht ist, aber in dem Fall passt es. Auf die Verdichtung dessen, was wirklich wichtig ist oder was auch unsere Ahnen oder unsere Vorfahren als Werte auch hatten oder die sie durchs Leben haben kommen lassen. Ich glaube, da dürfen wir uns schon auch in mancher Hinsicht wieder rückbesinnen auf Dinge, die wir jetzt als Werkzeug wieder brauchen. Ne? Hast du ja auch ein Video dazu gemacht. Das kann ich auch mal oben verlinken. Das fand ich auch sehr, sehr berührend und das hat mich auch gut mitgenommen, weil das ist auch so ein Thema, das hatten wir ja schon im Vorfeld, habe ich auch gesagt, in Afrika, habe ja Afrikanistik studiert, habe ich dann wieder anhand der Studienforschung, die ich da betrieben habe, mit Menschen, die sich zu ihrer Ethnie, zu ihrer Wurzel, die da so verwurzelt waren, die haben von ihren Vorfahren gesprochen, von den Traditionen, waren so verwurzelt, so verhaftet mit dem Boden dort. Und ich habe das bei mir überhaupt nicht gespürt. Und da kam da wieder so eine Rückbesinnung. Erstmal, wo komme ich denn her? Wo sind meine Wurzeln? Ich mir wünsche, dass viele Menschen... Wenn du keine Wurzeln hast, bist du wie so ein, weiß gar nicht, wie diese Büsche heißen, die dabei in den Western immer so durch die Wüste dann geblasen werden. Ja? Du hast keinen Halt, du kannst aus keiner Ressource schöpfen, wenn du sagst, da unten ist dicht oder ich soll mich vielleicht sogar wegen meiner Ahnen schämen. Oder ja, das ist ja wie, wenn du den Fluss von unten stoppst. Ja? Da kann doch oben nichts blühen, da kann doch nichts gedeihen dann. Na, die Entwurzelung. Ich sage immer, es gibt die Verbindung A nach unten hauptsächlich. Oder ich habe sogar mal irgendwo in einem Video als Kreuzform benannt. Ja, also neue Interpretation der Kreuzform. Einmal die Verbindung nach unten zu den Ahnen, zu den Erfahrungen, ja, zu diesem kollektiven Unterbewusstsein, würde C.G. Jung sagen. Ja. Dann nach oben, ja, egal was du jetzt, ich muss das nie als Gott benennen, ich muss es nie als Jesus benennen, aber es gibt sicherlich eine Weisheit, die sehr viel größer ist als wir. Und da bin ich mir sicher, dass wir uns da nämlich anbinden können und auch Kraft kriegen, wenn wir das wollen. Und dann sehe ich die beiden Äste einmal in die Gaia rein, in die Erde, in die Natur, in das, was die Gesetzmäßigkeiten der Erde sind, mich da einverbinden und auf der anderen Seite auch den Menschen, also schauen, wer ist mein Gegenüber? Ist das wirklich meine Familie? Ja? Ist es jetzt genetisch nur meine Familie, wo ich merke, dass meine ganzen Geschwister oder Eltern irgendwo ganz anders sind wie ich? Ja? Oder sind es Menschen aus einer Gemeinschaft, wo es eine Seelenverbindung gibt? Ja. Und wir merken, oh, schau mal an, die denken ja auch so, die sind ja auch so diese hochsensiblen, schrägen Leute da drüben, aber die ganz viel Grips in der Birne haben. Ja? Und da fühlst du dich wohl. Und das ist das, was ich ja auch momentan beobachte, dass genau diese Spezies, und prozentual sind wir ja nicht so viele, ja, dass die irgendwie zusammenkommen. Ich habe hier meinen ganzen Freundeskreis, das letzte Jahr, kann man sagen, fast komplett ausgetauscht. Und die neuen Leute, die jetzt kommen, sind wirklich die von dieser geistig-spirituellen Verbindung, wo ich sage, wow, ist ja wie eine Familie, die du schon Jahrzehnte kennst. Das ist bei mir ähnlich. Ich hab das vor Jahren schon mal in einem Video thematisiert. Die Blutsfamilie ist das eine. Aber mittlerweile kristallisiert sich immer raus, dass eben Menschen, die so ähnlich wie wir denken oder anders denken als eben, sag ich mal, Mainstream, dass die sich ihre Seelenfamilie suchen. Und ich habe auch, meine Themen sind ja eher so, auch eben der Fokus eben auf Ernährung, Rohkost, pflanzenbasiert. Und ich habe ja 2015 angefangen, hier so einmal im Monat so Rohkost-Potluck, so öffentliche zu veranstalten. Und da sind immer ganz viele Leute gekommen und mein ganzer Freundeskreis besteht eigentlich nur aus Leuten, die da hingekommen sind und die eben auch ein anderes Bewusstsein haben. Das stelle ich jetzt auch. Ja, ist doch toll. In meinem ganzen Freundeskreis gibt es niemanden, der komplett, was das C-Thema geht, auf Linie ist. Sind alle kritisch bis hochkritisch. Und da habe ich mir gedacht, ach, interessant. Ja. Ja, sehr spannend, ja. Das inkludiert scheinbar auch eine andere Haltung, was diese Maßnahmen angeht oder wie man damit umgeht, auch gesellschaftlich, ne?
Also meine Erfahrung ist tatsächlich, die Menschen, die ich kennengelernt habe, die sich eben auch so mit alternativer Ernährung beschäftigen, mit Entgiftung, die dann auch schon andere gewisse Strukturen hinterfragt haben, ob das die Bildung ist, ob das geschichtliche Themen sind, die teilweise auch sehr tief in gewisse Themen eingestiegen sind, die glauben nicht an das C-Thema. Finde ich hochinteressant. Also die wirklich auch ein bisschen Zeit investiert haben, sich die Dinge mal anzuschauen und die sich wirklich mal frei gemacht haben. Ich sage auch mal Freigeist, ne? Also das geht eigentlich nur mit einem freien Geist. Wenn du diese ganzen, was dir mal beigebracht wurde, die ganzen Konditionierung, Programmierung, wenn du wirklich den Mut hast, das abzulegen, auch wenn du dann kein Weltbild mehr hast. Ne? Viele definieren sich ja auch über eine gewisse Art von Weltbild. Wie ist die Welt zusammen? Was wird so suggeriert? Wie stellt sich die Welt dar? Und du dann den Mut hast, das mal alles abzulegen und sagen, pff, dann ist es halt nicht mehr so, dann habe ich da mal einen weißen Fleck auf der Karte. Also da kann man echt nochmal sehr tief reinspüren in die Strukturen. Und dann kann man aber auch besser das verstehen, was jetzt gerade im Außen ist. Guck Also mal, das sind so ja im meine. Grunde genommen unsere Parallelen, Silke. Schau mal, du sagst jetzt, du bist ja, magst ja auch Detox und Rohkost und wie entgifte ich mich? Und ich mache es ja in einer anderen Hinsicht ja auch. Ich mache es auf einer mental-psychologischen Ebene. Also ich bin ja der Überzeugung, dass es fast so etwas wie eine mentale Besetzung gibt von der Kraft, die Menschen also absorbiert oder diffundiert und wo toxisch auch ein Gehirn oder ein mentaler Zustand manipuliert und beeinflusst wird. Und wichtig ist es jetzt in der Zeit, dass wir uns besinnen, wer sind wir denn? Was ist denn das Ursprüngliche? Ja? So wie du ursprünglich diese Nahrung oder die Rohkost hier zum Zentrum machst, ne? Guck ich, wo ist denn unser Ursprung psychologisch? Wer sind wir wirklich, wenn wir diese ganzen Fremdbelastungen oder Manipulationen, sei es durch Medien, sei es durch Konsum, sei es durch andere Menschen, wenn wir die weglassen, ja? Und das, was ich ja mit den Menschen probiere, ist auch, dass ich da so eine Art Detox-Programm nehme. Oder, Programm ist falsch, aber du weißt, was ich meine, ja, dass ich versuche, alles rauszuziehen oder dass wir uns entfernen können von dem, was hochmanipulativ oder auch teilweise hochdestruktiv eingreift. Ja. Und wenn wir das schaffen und dann, dass wir jemand in eine gewisse Reinheit wieder kriegen, dann kommt das hervor, was zum Beispiel Empathen oder HSPler in sich tragen, nämlich die Empathie, die Werte, die reine, klare Ethik, die göttliche Wahrnehmung zum Teil auch, ja? Alles, was die originale Struktur ist im Vergleich zu dieser Matrix, zu dieser Kunststruktur, die im Außen suggeriert wird. Weil du jetzt so Matrix sagst, da gab es ja eben die Filmreihe, ich glaube, da gab es jetzt auch einen vierten Teil oder so. Ich habe den Film erst relativ spät gesehen, 2017, habe immer um mich herum gehört, ja, wir leben in der Matrix, das ist fast, der eine Schauspieler sagt ja auch, das ist eine Dokumentation, das ist gar keine Science Fiction. Und da habe ich mir das angeguckt, dachte ich mir so, krass. Da war ja das alles noch vor diesem C-Thema. Und da habe ich mir gedacht, ja, stimmt, das ist schon mit vom Bewusstsein, wenn man gewisse Dinge durchschaut, ist es schon irgendwie so. So, ne? Und deswegen würde ich den Schluss, ich glaube, wir hatten das, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal im Vorfeld, aber doch, am Telefon hatten wir das mal besprochen. Ich würde es trotzdem gerne nochmal hier im Video. Und zwar, ich habe das auch schon im Freundeskreis, haben wir so überlegt, wieso ist es so, dass gewisse Menschen Dinge durchschauen, auch gerade was wir jetzt hier im Außen haben. Da habe ich überlegt, also die Rohkost und Entgiftung kann es nicht sein. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich aufwache oder mir meinem Kern wieder bewusst werde. Aber andere Menschen haben mit Rohkost und Entgiftung, also körperliche, nicht so viel zu tun und durchschauen das auch. Dann kam die Überlegung, alte Seelen, vielleicht, ich glaube ja auch an Reinkarnation, ne? Dass wir mehrere Leben durchlaufen, ob hier oder woanders. Und dass es eben vermehrt alte Seelen sind, die das durchschauen und die jungen Seelen eben noch nicht. Und mich würde mal interessieren, was deine Erklärung wäre. Wieso haben Menschen dieses Bewusstsein jetzt für diese Zeiten gerade, in welchen Strukturen wir leben? Und manche Menschen verstehen überhaupt nicht, es ist wie eine andere Welt. Also wenn man da reden würde, was man und Gute sieht. Frage, ja. Also jetzt, was Reinkarnation angeht und so, ich meine, ich habe ursprünglich ja mal Theologie studiert, Germanistik unter anderem.
dann ist, ich meine, David mit der Reinkarnation und so weiter, konnten die nichts anfangen. Ich habe mich dann von der Theologie gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich damals schon gemerkt habe, dass da haut irgendwas komplett nicht hin. Ich kann das nicht vertreten als Gymnasiallehrer und solche Sachen verkünden. Ja. Ich kann allerdings mit der Reinkarnationslehre jetzt nicht unbedingt so viel anfangen, aber auf der anderen Seite, jetzt rein physikalisch gesehen, arbeitet ja alles in Zyklen. Also müsste ja theoretisch trotzdem irgendwas passieren mit uns, dass wir scheinbar als Neuformierung unserer mental-seelischen Energien irgendwo auf einem anderen Planeten vielleicht sogar wieder aufplumpsen und machen dann eine Weiterentwicklung. Ja. Ja, alles ist jetzt rein vom Physikalischen für mich denkbar, sagen wir mal so. Was für mich Fakt ist, ich habe dir ja mal irgendwann gesagt, also ich kann Menschen lesen, ja? Wenn ich die am Telefon habe oder ich mache meine Videochats mit denen oder die sind hier in der Praxis, dann gucke ich die an und ich kann die lesen wie eine Frequenz, wie eine Farbe eine Frequenz hat oder ein bestimmter Ton eine Frequenz hat und so sehe ich die oder nehme die wahr. Und was für mich Fakt ist, es gibt langwellige, weißt du, wie so bei Radiowellen, ne? Langwelle, Kurzwelle, es gibt aber auch Mikrowellen, Leute, ja, und je mehr du im Mikrobereich bist, desto mehr kannst du Materie durchdringen, das heißt ja auch beim Licht, wenn du ein Röntgenlicht nimmst oder, was ist es denn, ist es ultraviolettes Licht oder Rotlicht oder also jedenfalls mit einer hohen Frequenz, kommst du ja durch menschliches Gewebe durch. Ja? Du kannst da Dinge sehen, die du mit einem normalen Blaulicht oder was nicht sehen kannst. Ja? Und es gibt Menschen, die mikrowellenlastig sind, das heißt, die durchdringen die Dinge, die können Menschen durchschauen, die können fühlen, was ist das, ist ein falscher 50er, sagen wir hier in Bayern, ja? Ist das jemand, der wahrhaftig ist, der authentisch ist, das fühlen und sehen die. Ich sage immer dazu, wir haben wie Nebelscheinwerfer, wir können ein ganzes Stück vorausgucken, wo ein anderer erst einmal hier einen Baum und links ein Haus sieht. Ja? Und das glaube ich, dass das die Vorangeher auch sind, weil die dann quasi wie eine Lok fahren mit Scheinwerfern, können die schon die Piste betrachten. Das kennst du vielleicht von dir auch. Wir können oft auch die Puzzlesteine super schnell zusammenschieben. Wir haben da ein Modul und da siehst du was. Und dann zack, 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 formiert sich das zu einem Bild. Und es gibt plötzlich ganz logisch, also für uns zumindest ganz logisch, einen Sachverhalt. Und wir wissen, was das Spiel ist, wie die Spielregeln sind oder was da läuft. Und wenn du das dann wieder normal drüben erzählst, dann sagst du, hey, du hörst aus, Gras wachsen. Ja? Was du dir schon wieder einbildest. Und dann, der Witz ist aber, dass das dann genau trotzdem so eintritt. Ja? Ich kann zum Beispiel, wenn ich in Firmen gehe, die sagen, ey, Laura, guck mal da drauf, bei uns läuft es hinten und vorn falsch im Team, dann gucke ich da drauf, gucke mir die Leute an und dann weiß ich, wie das Spiel läuft und weiß dann sofort, wo müssen wir ran, dass wir das Team wieder einigermaßen in den Griff kriegen oder dass das homogen oder harmonisch wieder wird. Und das ist etwas, das ist eine Spezialität von diesen HSP-Lern. Also man sagt, es gibt 20%, also da sage ich aber, das ist eher grobkörnig. Und die richtig, also die sehr scharf sehen können, das sind vielleicht, lass mich schätzen, 1-2%. Die auch als Spitze, als Speerspitze dann dienen, weißt du? Weil ich glaube, dass wir in der neuen Zeit Visionäre brauchen, Pioniere, wie so bei so einem Bleistift oder bei einem Nagel eine Spitze, die durch diese evolutionären Hindernisse sich durchschieben müssen. Und der Rest ist aber auch wichtig, weil die geben ja den Schub. Ja? Wenn du einen Nagel hast, brauchst du da hinten die Masse, was dann den Schub gibt, damit der Nagel vorne durchgeht. Und das ist so dies, was ich wahrnehme oder auch bildlich sehr stark wahrnehme, dass es sich immer mehr, dass es immer mehr passieren wird, dass es Speerspitzen geben wird. Also für mich, Silke, ganz ehrlich, ja, bist du eine phänomenale Ausnahme. Ich bin sehr, sehr kritisch, was gerade was YouTuber angeht. Ich habe da schon böses Erwachen bei manchen erlebt. Ja. Und es gibt aber einige wenige, wo ich sage, wow, das sind Vorangeher. Ja, das sind, ich will jetzt nicht übertreiben, aber kleine Grandis oder kleine, weißt du, also die eine Bewegung in irgendeine Nische vorantreiben. Klar hast du eine andere Nische als ich. Ja? Bei mir ist eher die psychologische Ecke. Du hast jetzt hier die Gesundheit, ist doch
die Nische schlechthin, da müssen wir doch was tun, auch alternativ, ja, dass die Leute ganz andere Background kriegen. Und da bist du eine Koryphäe, kommst ja super gut bei den Leuten an. Also ich habe deine Videos mir angeguckt und gesagt, wow, was ist das für eine tolle Frau? Die ist so natürlich, die ist so, du hast auf mich schon immer sehr, sehr authentisch gewirkt, ja, wenn du plauderst. Nicht so perfektionistisch und weißt du, auswendig gelernt und ach, Leute, guckt her, wie viel ich weiß und so weiter, ne? Ich sehe mich auch so naja, als Werkzeugmuse, aber gerade so mein Thema ist eben auch, was ich in den letzten Jahren mit dem Henry, ne, der hat ja auch schon, den kennst du jetzt auch so ein bisschen indirekt, so die schleimfreie Heilkost von Arnold Ehre, das ist ja auch so ein Vordenker gewesen. Schon vor 100 Jahren hat er ganz tolle Schriften, die schleimfreie Heilkost geschrieben und schon Dinge benannt. Ja, dieses ist einfach zeitlos. Und irgendwie haben wir die Aufgabe, das jetzt zu transformieren in die neue Zeit, weil man kann das nicht genauso umsetzen wie damals. Und aber damit ist halt auch eine sehr gute Gesundheit möglich und auch ein Ansteigen des Bewusstseins, wenn man die Texte liest. Ja, und das sehen wir einfach so als Aufgabe, das auch unter die Menschen zu tragen. Und ich bin absolut, manchmal denke ich mir, eigentlich ist das gar nicht meins, so in die Öffentlichkeit zu treten. Ich bin absolut keine Selbstdarstellerin, absolut nicht. Also ich hasse es auch. Was heißt, ich hasse, aber ich mag zum Beispiel nicht immer ständig Fotos von mir zu posten, weil ich immer denke, nee, die Botschaft dahinter ist ja viel wichtiger. Soll nicht auf mir liegen, ich transportiere das nur. Naja, aber Silke, du hast auch eine wahnsinnige Ausstrahlung. Also, wo wir uns, glaube ich, auch dran gewöhnen müssen, auch wenn, also ich schließe mich da ein bei dem, was du sagst. Eigentlich war ich ein Intro, schon immer. Auch in der Schule, ich habe mich nie gemeldet und so weiter, ja. Aber wenn du diese Gabe oder Gnade gekriegt hast, dass du Menschen erreichst, du hast eine sehr natürliche Art, du kannst mit Menschen reden, die finden dich sympathisch. Weißt du, du musst denen ja auch irgendwo ein Bild geben, dass sie sagen, ja, da ist sie, das ist die. Ich will dahin, da ist es hell, da zieht mich was hin, weil da Güte ist, weil da Liebe ist, weil da Ehrlichkeit ist. Ja, klar kannst du Texte schreiben, klar kannst du, was weiß ich, irgendein Medium benutzen, ja. Aber ich denke, gerade auch in deinem Fall oder so manch einen anderen, den ich hier auch in der Praxis habe, da sage ich, ey, raus auf die Piste, mach dich sichtbar, ja. Du musst jetzt keine Purzelbäume drehen und du musst auch jetzt, weißt du, den Menschen ist oft wichtig, dass sie den sehen und dass du vorlebst und dass du erzählst, wie geht's dir, wie bist du mit deinen Kindern umgegangen, wie schaut dein Alltag aus, ja? Und dadurch bist du indirekt ja auch ein Vorbild. Ja, das ist mir auch schon bewusst, aber ich habe immer noch so Stimmen in mir, die sagen, oh, am besten irgendwo aufs Land, irgendwo sich zurückziehen, ja, irgendwie den ganzen, was im Außen, ne? Wir wissen ja, was da gerade im Außen ist. Gerade so in den letzten 2 Jahren habe ich gedacht, oh, manchmal möchte ich einfach nur in die Einöde gehen, so, ne? Mit ein paar lieben Menschen, mit Tieren und dann Guck mal, einfach das mal eine sein. schließt ja das andere nicht aus. Das ist ja das Gute der Zeit. Du kannst, ich habe ja hier auch, ich wohne hier auch auf dem Land in einem großen Haus und habe mein Garten außen rum und habe eigentlich mit Nachbarschaft gar nicht so viel zu tun, weil die anders gestrickt sind. Ja, aber du kannst ja dieses Nadelöhr, dieses der Kamera, ja, oder der kannst du ja nach außen benutzen, das Medium oder die Social Media Kanäle, um, damit die Leute durchs Schlüsselloch bei dir sehen können, so lebt Silke. Ja? Du musst ja aber nicht, wie früher habe ich ja wahnsinnig viel Seminare auch gemacht im In- und Ausland. Da muss ich jetzt nicht ständig raus und muss da so und so viele Leute bedienen oder da den Hansekasper da auf der Bühne spielen. Das brauchst du nicht unbedingt. Ja, stimmt. Das habe ich mir auch schon für dieses Jahr überlegt, dann doch mich nicht immer so ganz so zurückzuhalten, sondern mich auch mehr sichtbar zu Ja, machen. Gerade ganz auch, wichtig. genau, gerade auch mit dem Henry, ne, wir wollen ja, dann haben wir für dieses Jahr auch einiges zusammen geplant und da muss man sich natürlich auch ein bisschen sichtbarer machen, so mit unserem Thema. Genau. Ja. Das war nochmal ein guter Tipp von dir, liebe Susanne. Ja, Ja. weil guck mal, weißt du was viele HSPler oder Hochsensitive oft falsch, also erstens haben sie oft eine falsche Eigenwahrnehmung, ja? Weil von außen kriegt man ja immer suggeriert, ja, du bist ein bisschen neben der Kappe, du bist anders, du bist hochkompliziert und so weiter. Und dann ist das Selbstwertgefühl ja eh schon zusammengeschrumpelt, schon ein bisschen per se, ja? Und es ist wichtig, dass du auch in dieses Selbstbewusstsein kommst, dass du der Welt ja was zu geben hast.
Und das wirst du dann ja an den Resonanzen merken. Das kannst du ja erst dann feststellen, wenn du wirklich öffentlicher wirst. Guck mal, wenn ja einer vor 4, 5 Jahren gesagt hätte, Susanne, du machst bis heute 250 Videos. Dann hätte ich gesagt, du hast sie ja nicht alle. Ich in 1000 Jahren werde ich meinen Kopf nicht durchs Kasperltheater stecken. Es war halt ein Zufall, also hat es ergeben, dass ich mal ein Video gemacht habe und dann hat es immer mehr Resonanz gekriegt. Und dann war das wie ein Sog. Die Leute wollten dann immer mehr und immer mehr und dann ist es immer größer geworden. Aber nicht, weil ich jetzt unbedingt mich hätte zeigen müssen oder Applaus gewollt hätte oder so. Ja. Ja. Also das heißt, es geht ja hier nicht um Hybris oder dass du dich selber hier performen willst, sondern es geht darum, lass die Leute einfach mal gucken, wie reagieren die auf dich. Und wenn du sagst, wow, ich kann denen helfen oder da passiert plötzlich was im Außen oder ich kann da, wie habe ich vorhin gesagt, Kerzen entzünden, ja, dann raus auf die Matte und zeig dich und sag, schau, ich biete euch da was an, wenn ihr Lust habt, kommt mit. Aber nicht akquirieren, das ist der Unterschied, dieses blöde Marketing da, wie kommet, weil ich bin der Größte und hab die und die Angebote für euch. Und es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich Akquise mache und alle Leute einsammeln will oder ob ich mich hinstelle und sage, hier bin ich. Ich bin Leuchtturm, ich leuchte so einfach mal vor mich hin, ich habe keine Füße, ich stehe da, wo ich stehe. Und wer Lust hat und als Bötchen da draußen rumkurbelt und sieht mich, der hat die Möglichkeit und die Wahl, in meine Richtung zu steuern oder mich als Orientierung zu nehmen. Ja, das resoniert auch sehr viel mehr als dieses ganze Marketing da draußen. Auf der einen Seite sind es schon alternative Leute, die aber das alte Marketing, das ist ja noch diese alte Welt, ne? Diese alten Strukturen, dieses Art Marketing. Ja, es ist auch sehr penetrant, sehr aufdringlich, hochmanipulativ. Ich meine, gibt diese Standardsätzchen, was ich sagen muss oder wie ich einen Text schreiben muss. Mhm. Und da habe ich schon immer, also Abwehr gespürt, fast, es ist jetzt, ja, soll ich sagen, ja, Ekel, es hat mich angeekelt. Ja, man spürt schon die Manipulation, definitiv. Ja. Konnte ich nicht mit warm werden mit sowas. Wir gehen andere Wege. Es muss für die neue Welt, muss es andere Möglichkeiten geben, Menschen zu erreichen. Eben Leuchtturm. Und wer will, wird angezogen. Ja. Ja. Schön, super, liebe Susanne. Genau. Da danke ich dir ganz sehr für die Einblicke, für die Ausführungen. Sehr schön. Jetzt haben wir ja doch ganz schön viel geredet, ne? Ich glaube, ja. So lange haben wir gar nicht geplant, oder? Nein, aber wir haben ja gesagt, wir lassen das Gespräch einfach so fließen, ne? Und sind auf alle Fälle wichtige Informationen. Und wer mehr Interesse an dir hat, ich habe ja den Kanal verlinkt, ich werde ihn auch nochmal unter dem Video verlinken. Und Lorei-Training. Lorei-Training, ne? Genau. Und wenn man das in YouTube eingibt, dann klackern da 250 Videos. Genau, jeden Tag. Ein Video und sehr, auch die Kommentare immer wunderbar. Also du hast da echt. Ja, es ist interessant, ne? Da sind ja oft hunderte von Kommentaren drunter und da merkst du, das ist genau dieser Menschenschlag und da ist oft so viel Liebe und so viel auch Achtsamkeit, wie die miteinander umgehen und so. Also das ist wunderschön oft zu sehen. Okay, ja, es freut mich immer. Ich kann nichts mehr antworten, weil es einfach so viele Leute sind oder die mir auch schreiben. Also das erschlägt einen fast. Aber die wissen, dass ich ihnen trotzdem im Herzen verbunden bin und es immer mitverfolge, wie sie miteinander kommunizieren oder sich auch gegenseitig helfen. Ne? Ja, es geht mir auch ähnlich. Ich kann gar nicht mehr alle Mails beantworten, alle Kommentare, was später reinkommt. Ich habe ja über 600 oder 700 Videos, ich weiß es gar nicht. Ich mache immer die aktuellen Videos, dass ich die Kommentare eben beantworte, aber auch dann nicht mehr. Also wenn dann ja, aber das kann man irgendwann fast nicht mehr schaffen. Es ist klar, schade, weil man will ja jeden irgendwo auch wertschätzend antworten. Aber ich weiß nicht, ob sich die Menschen das vorstellen können. Wenn du eine öffentliche Person bist, in dem Moment wirst du zu droschen von Informationen, ob es Telefon ist, ob es Mails sind, auf Social Media die Kommentare und jeder erwartet, dass er der Einzige ist, quasi, wo man jetzt da hockt und muss zurückschreiben. Und es ist einfach nicht möglich. Ne? Ja. Ja, schön, liebe Susanne. Ich hoffe, wir machen. Ich würde mir noch mal wünschen, noch mal ein Video, gerade du hast ja angesprochen, diese emotionale Entgiftung, weil noch mal ein Video über Entgiftung. Was, die emotionale? Was? Ja, über die Entgiftung. Ach so. Okay. Weil du ja die andere auch eine sehr, sehr wichtige Seite bedienst. Ich versuche auch immer, die Dinge ganzheitlich zu betrachten und da gehört ja immer die Psyche dazu, Geist und Seele, Körper. Das kann man ja nicht voneinander trennen. In der Schulmedizin wird es ja getrennt, ja, leider. Schon ganz lange, diese Trennung. Und es ist wieder wichtig, diese Dinge wieder zusammenzuführen und die emotionale Entgiftung. Da würde ich auch gerne mal ein Video
wenn es für dich zeitlich passt, machen. Ja, können wir mal in Angriff nehmen, wenn du willst. Ja, sehr, sehr gerne. Also, liebe Zuschauer, dann wird es in den nächsten Wochen, Monaten noch mal ein Video mit der Susanne geben. Schaut aber unbedingt auf ihren Kanal vorbei, Telegram, Facebook, auf alle Fälle sehr inspirierend und sehr wertvoll in diesen Zeiten. Ja, wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich bin gespannt, was meine Zuschauer von unserem Gespräch halten. Ja, hinterlasst gerne eure Gedanken, Erfahrungen auch, wenn ihr so ähnliche Erfahrungen habt, entweder als Empathen oder auch in toxischen Strukturen, würde mich total interessieren. Ja, lasst gerne eure Kommentare unter diesem Video. Liebe Susanne, dir danke ich nochmal für die Zeit und für die ganz tollen Einblicke. Berührt mich immer sehr, resoniere ich immer sehr damit. Und für die Zuschauer wünsche ich jetzt noch eine wundervolle Zeit und alles Liebe, alles Gute. Alles Liebe. Ne?